Dann schlängeln wir uns hier eben an den vorbei. Ich glaube, ich habe auch wieder ein bisschen was aufgesammelt für meine, genau, für meine M4A1. Okay. Du kommst auch noch weg. Hey, das ist so ein explosives Fass. Können wir dich auch im Nahkampf erledigen irgendwie? Naja. Da hat uns ja Gott sei Dank mal ein Kumpel geholfen. Alpha, wenn ihr mich hört, wir sind unterwegs zu euch. Tja, wenn ihr noch lebt. Gott sei Dank. Ich glaube, Marston ist tot. Sind Sie verletzt? Ist noch jemand bei Ihnen? Wir sind zu viert. Alles okay, aber uns geht die Munition aus. Lang geht das nicht mehr gut. Gut, haltet durch. Wir sind gleich da. Okay, dann gehen wir mal schnell zu unserem Kumpel. Die haben uns noch nicht entdeckt. Wir sollten Schalldämpfer nehmen. Gut, haben wir den Schalldämpfer? Haben wir. Den haben wir drauf. Ziel ist top. Ja, es funktioniert sogar ganz gut. Aber unauffällig. Okay, da oben scheinen noch welche zu sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt so klug ist, so weit vorzurennen, aber wir machen das einfach mal. Das da oben sind unsere Freunde, okay. Gut. Viel scheint da ja nicht mehr zu sein. Ja, wohin schießt ihr denn? Da oben, okay. Dann gehen wir doch noch schnell in Deckung. Jetzt haben wir natürlich wieder bloß unsere Pistole. Oh, die kriegen wir auch mit der Pistole weg. Klar, da kommen noch ein paar mehr. Ja, wo kommt denn der schrotflinde Typ da? Ja, den haben wir schnell ausgeschaltet. Ja, kommt bloß alle her. Ach, schnell lieber wieder in Deckung. Jetzt ist er oben weg, oder wie? Ja, man, gut, dass unsere Kumpels wohl unendlich Munition haben. Ja, wenn wir Glück haben, sind unsere Freunde noch nicht alle tot. Hey, da liegt was. Helminfos. Ja, Schrauben für den Typ. Schnell weg. Ja. Okay, da brauchen wir nicht mehr schießen. Aber vielleicht wieder Munition. Ja, für 14 Stück brauchen wir nicht nachladen. Ach, ihr setzt doch wieder immer diese Nachladeeffekte ein. Kennt ihr das auch? Weißt du, du hast gerade geschossen, ein paar Kugeln. Und dann schon sofort nachladen. Wir sind noch. Ach, hier vorne sitzt ja auch noch einer. Tja, auffällig, unauffällig. Ja, da hinten. Ja, wir gehen mal lieber hier lang. Wir wollen ja nicht immer so rumhüpfen. Wir sind ja nicht bei Mario. Toll. Scheiße, ein Geiselname. Okay. Das wird kritisch. Ja, den haben wir. Ist ja nochmal gut gegangen. Schnell, sag was, Boss. Er stirbt uns. Wir helfen. Scheiße. Ihnen. Halten Sie durch, ja? Lasst mich. Sie haben McPherson. Ihr müsst ihn finden. Klar. Aber Sie müssen mir sagen, wohin er gebracht wurde. Sie haben ihn ins Nest gebracht. Nest? Ins Nest, gut. Und was ist mit Conrad? Ist er am Leben? Ist alles scheiße. Lugo, markier die Leichen auf dem Tag. Adams, such draußen nach Spuren. Ich möchte wissen, was in dieser Stadt los ist. Tja, hier scheint wohl einiges im Argen zu sein in Dubai. Eine Menge Spuren Richtung Norden.
Dann folgen wir ihnen. Und im Hintergrund ein schönes Gitarrensolo. Ich will ja nichts sagen, aber das ist nicht direkt unsere Mission. Die wurde in dem Moment zur Rettungsaktion, als wir ermordete US-Soldaten gefunden haben. Befehlsverweigerung, cool. Was sollen Befehle, wenn dadurch Kameraden sterben, Lugo? Wenn Conrad noch lebt, wovon ich ausgehe, würde er sicher dasselbe sagen. Hier enden die Spuren. Ist wohl das Nest. Sehr idyllisch. So passt. Moment, hat er da gerade zwei Waffen? Sehe ich das richtig? Nicht leichtsinnig werden. Die Kerle haben vier Soldaten getötet und einen weiteren gekidnappt. Okay, das sieht sehr merkwürdig aus. Die schwebt einfach so in der Luft rum. Hey, cool, eine schwebende Waffe. Wow. Sachen gibt's. Mal gucken, was da drin ist, falls wir das aufmachen können. Hm. Na, ich dachte, hier gibt es vielleicht so eine Kiste oder sowas. Weißt du, wo du so Ausrüstung oder Munition dir rausfischen kannst. Aber scheint es wohl nicht Vorsicht, zu gehen. Die haben Wachen. Hey, cool, hier ist ein Ventilator. Ah, geheime Infos. Hm. Eine Flasche mit Wasser trinken und ein alter Bürostuhl. Okay, wir haben ja hier unseren Schalldämpfer. Hat er den jetzt abgeschraubt? Ja, der hat den eben abgeschraubt. Eins für Anhören, okay. Da, ich glaube, da habe ich zu spät gedrückt. Sie haben uns entdeckt. Okay, vielleicht hätte ich die irgendwie im Nahkampf ausschalten sollen. Wir stehen unter Feuer. Nicht so schlimm. Granaten, jede Menge. Da liegt wohl jemand Wintervorräte an. Wir sollten möglichst viele mitnehmen. Wer schadet drum? Ja, besser wir nehmen es mit. Kann man ja hier nicht rumliegen lassen. Also. Jetzt muss er mir nur noch sagen, wie man mit Granaten wirft. Geh bestimmt, oder? Oder nicht? Moment, da muss ich mal kurz nachgucken. Granaten werfen. Granaten werfen mit Q. Okay. Da hinten kommt erstmal einer hin. Na, geh doch nochmal hoch, bitte. Dann nehmen wir dich. Der ist bestimmt mit drauf gegangen. Oh, da geht's gerade richtig ab. Ach ja. Mit Shift konnte man ja springen. Ja, das geht erstmal schön aufs Geschütz. Ja, du kommst weg. Alter, wieder die Musik drin abgeht. Können wir ja rein. Ach, da hinten hat sich noch einer verkrümelt. Ja, können wir ja nochmal auffüllen. Und schnell hinterm Sofa in Deckung gehen. Oh, das war schon zu viel. Oh. Ja, na toll. Naja, passiert. Sterbende Gegner lassen ihre Waffen erst fallen, wenn sie wirklich tot sind. Okay. Das heißt, wir müssen die finishen oder so. Wir dürfen nochmal von ganz vorne anfangen. Die Kerle haben vier Soldaten getötet und einen weiteren gekidnappt. Schalldämpfer habe ich noch drauf. Ja. Jetzt so ein Gegner, ein Maus 3. Lugo, auf dem Laufgang. Schalt ihn aus. Ach, der hat gleich beide gemacht, okay. Na klar, jetzt funktioniert es mit Schleichen oder wie? Hat mich eben der zweite bemerkt, oder? Oder wie? Wir stehen unter Feuer! Sie haben uns entdeckt. Na, jetzt geht's wieder los. Granaten. Na gut. Jede Menge. Da liegt wohl jemand Wintervorräte an. Wir sollten möglichst viele mitnehmen. Wer schadet drum? Werfen wir den erstmal. Eine Granate auf den Pelz. Und die ging voll daneben. Soweit kommen wir fast gar nicht. Wenn dann so. Oh, da ist. Ah, dann gut. Okay, es hat ihn noch erwischt.
Da haben wir doch irgendwo Granaten, ja. Und wir schrauben mal unseren Schalldämpfer ab, den brauchen wir hier drin nicht. Den Granaten kann man auch noch gebrauchen. Ja, um den da kaputt zu machen, dafür haben wir Granaten. Der ist auch weg. Hört ihr auch Musik? Natürlich hören wir hier Musik. Na komm, so. Ich bin weg. Munitionskisten wären irgendwie cool. Hm. Vielleicht finden wir ja noch was. Das war die falsche Taste, aber okay. Ja, ich würde ja gerne Granate werfen, aber ich weiß nicht, ob ich genug Zeit dafür habe, ja. Scheint doch zu klappen. Bumm und alle weg. Ja, wo sind denn eure Kumpels? Ja, wieder die falsche Taste. Oh, Gott, schau mal aus. Water, please. Den schien es ja wohl nicht so gut zu gehen. Hierher kommt, also von hier kommt die Musik. Achtung, Einmeldung. Ein ungerechtfertigter Angriff auf die 33. heute. Cool Skelette da als Kameramänner und so. Und Moderatoren. Rebellen, die sich ergeben möchten, melden sich bitte beim nächsten Außenposten. Alles weitere dort. Haha! Und nun zurück zu unserem normalen Programm. Los geht's! Ich möchte zu Protokoll geben, dass das alles ziemlich schräg ist. Total abgefahren. Nicht nur, oh ja, das ist es wohl. Wir müssen den Stab anfunken. Sofort. Nein, noch nicht. Conrad und die 33. brauchen unsere Hilfe. Und dieser Soldat kann uns hinbringen. Wenn die 33. okay ist, lassen wir uns abholen. Ja, soll wohl bloß ein kurzer Ausflug werden. Moment, du kommst nicht so weit. Plus Granaten und das sieht doch nach Munition aus. Die falsche Taste wieder. Sie bewegt sich. Wie viele das doch sind? Scheiße, die Kerle gibt nicht nach! Das tut die bestimmt nicht. Nein, Geschütz, Leertaste, die drehen ab. Drück mal, um den Geschütz zu drehen. Okay. Hier ist aber kein Geschütz. Oh. Ist ja bloß da unten. Erstmal sind die da oben weg. Ha, du bist einfach runtergefallen. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Ich geb dir Deckung, beweg dich! Mach ich. So, das können wir doch jetzt drehen. Das sieht doch schon viel besser aus. Jetzt muss ich ihn bloß noch treffen. Mann. Wo ist denn der andere? Hm. Ducken, aufstehen und weg vom Geschütz. Ja, wo rennst du denn hin? Da kommen noch mehr. Kann ich ja gleich beim Geschütz bleiben. So, jetzt kommt doch bestimmt keiner mehr, oder? Und keiner hat Munition dabei, wie immer. Hm. Typisch, typisch, typisch. Verdammt, wo sind die hin? Das war zu leicht. Vorsicht! Oscar. Die können wir doch mal mit einstecken. Haben wir jetzt mehrere Waffen? Ja, jetzt haben wir zwei Langwaffen. Und da ist auch schon wieder die Musik. Verdammte Scheiße! Ja, schnell in Deckung, bevor die da mich noch treffen. Und ich habe mal wieder die Waffen gewechselt. Wo ist das Geheim? Oder? Das sind aber auch ganz schön viele. Achtung, rechts! Na gut, scheint ja echt ein Nest zu sein. Neutralisiert! Die halten aber auch nicht viel aus, die Gegner.